Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder am Start bist. Freut mich wirklich sehr. Und heute gibt es mal ein Fabrikvideo, aber kein normales Fabrikvideo, sondern ein ganz, ganz, ganz besonderes Fabrikvideo. Ihr habt es euch nämlich unter den letzten Fabrikvideos so oft in den Kommentaren gewünscht. Hey, Centex, mach bitte, bitte, bitte mal eine unendliche Centex-Fabrik. Und deswegen, liebe Freunde, kommt heute die unendliche Centex-Fabrik. Yeah, Freunde, und dafür lasst jetzt mal jeder einen Like da, Freunde. Ich will mindestens 2000 Likes auf dieses Video sehen, Freunde, für diese coole Idee. Und dass ich endlich jetzt diese Centex-Fabrik bringe. Ihr habt es euch so oft gewünscht, Freunde. Also jetzt alle liken, ja? Auch du. Ich warte. Du lässt jetzt eine Like da. Okay, dankeschön. So, und ja, Freunde. Like und Abo natürlich nicht vergessen, um auch ein Teil der Centex-Army zu sein. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß mit diesem richtig coolen Video. Guten Morgen, Freunde. Ich bin hier gerade aufgewacht und mir geht es richtig, richtig gut nach der unendlichen Geldfabrik. Ich hoffe, ihr habt alle die unendliche Geldfabrik gesehen, Freunde. Wenn nicht, schaut sie euch unbedingt an. Wir haben nämlich mit dieser Fabrik richtig, richtig viel Geld hergestellt. Ihr seht's, ich bin einfach reich geworden. Ich bin ein reicher, kleiner Junge. Yeah, das ist so, so cool. Und ich habe hier natürlich noch ein Diamantschwert am Start, Freunde. Und mit diesem Geld gehe ich jetzt einkaufen, Freunde. Bei dem Markt natürlich. So, wir öffnen mal dort die Türen. Und genau dort hinten war ja der Markt. Und ich habe so, so viel Geld bekommen. Durch diese unendliche Geldfabrik. Und ja, jetzt kann ich mir wirklich alles mit diesem Geld kaufen. Es ist so, so cool. So, wir gehen direkt mal zum Markt. Lalalala. Und, hä? Oh mein Gott. Was ist das, Freunde? Mir ist erst aufgefallen, die Villager sind gar nicht mehr da. Hallo? Villager? Seid ihr irgendwie hier hinter oder so? Hallo, Villager? Wieso sind die Villager weg, Freunde? Hey, hä? Ich wollte mir gerade was kaufen und die Villager sind weg und... Was ist das? Das bin ich! Das bin ich! Hallo! Hallo, Sam! Nein! Oh Gott, der greift mich an, der ist böse! Oh Gott! Nein, dann schnell hier weg! Böser, böser Centex! Nein, ich bin noch du! Bitte, nein, greif mich bitte nicht an. Nein, nein, aua. Ah, schnell hier weg, schnell hier weg. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, ich habe dir doch nichts getan. Komm her. Nein, komm, ich muss ihn töten. Oh mein Gott, was war das, Freunde? Kein Wunder, dass die Villager alle weg sind. Die hatten bestimmt Angst vor diesem Centex oder was war das? Und der hat mir auch so einen Kopf gedroppt, meinen eigenen Kopf. Das war so ein ganz, ganz böser Centex. Oh Mann, Freund, ich wollte doch einfach nur ein bisschen einkaufen gehen. Ich habe gar kein Essen mehr zu Hause und jetzt bin ich auf so einen bösen Centex-Klon gestoßen. Oh Gott, ich bleibe heute lieber zu Hause. Oh Gott, Freunde. Was war das? Das habe ich ja noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Oh Gott, schnell nach Hause. Ich hoffe, okay, hier ist keiner. Das ist gut. So, dann gehe ich mal direkt nach Hause, Freunde. Und wir... Oh mein Gott, was ist das? Was ist das, Freunde? Habt ihr das gesehen? Nein, 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 nein. Ich, komm her. Ich, du böser Centex. Und der hat mir wieder so einen Kopf gegeben. Was ist das, Freunde? Hier sind... Seid ihr alle böse oder was? Hallo? Oh nein, 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 Freunde, schaut euch das an. Hilft mir doch bitte einer, bitte. Oh nein, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Oh Gott, ich muss hier weg. Oh nein, ich schnell hier weg. Nein, 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 geht bitte weg. Ich habe euch nichts getan. Das war nochmal knapp. Haben wir sie abgehangen? Okay, sie sind da hinten, Freund. Was war das aber bitte gerade? Oh mein Gott, wir müssen nochmal ganz kurz festhalten, was gerade passiert ist. Ich wollte gerade zum Markt gehen, mir was zum Essen kaufen. Auf einmal wurde ein böser Centex-Klon. Da wollte ich wieder zurück nach Hause. Und da waren da ganz, ganz viele von denen. Und die wollen mich töten. Oh Mann, Freunde. Aber ich habe noch einen Plan. Genau, ihr habt richtig gehört. Ich habe einen Plan, aber den dürft ihr keinem verraten. Nämlich habe ich mal vor einigen Jahren, vor 10 Jahren oder so, hier irgendwo was im Garten versteckt, falls mal sowas passiert. Ich bin auf jeden Fall für solche Fälle schon richtig gut vorbereitet. Nämlich, wie gesagt, vor ein paar Jahren habe ich hier mal irgendwas versteckt. Irgendwo hier im Garten habe ich eine Kiste mal versteckt. Genau für solche Fälle, falls mal so irgendwas passiert, falls mich irgendwelchen bösen Leute angreifen oder so, habe ich hier einen Plan. Aber wo war das nochmal? Nee, hier war das nicht, aber wo war das nochmal, Freunde? War das hier irgendwo? Irgendwo hier habe ich was versteckt, aber hallo? War das hier vielleicht irgendwo? Ich weiß es nicht, das war schon so, so lang her. Ich kann mich daran fast gar nicht mehr dran erinnern. Oder war das überhaupt bei diesem Haus?
Oder war das vielleicht da drüben? Oh, Menno, Menno. Ich muss mal schauen, wo ich das Ganze versteckt habe. Weil das war so, so lang her. Okay, Freunde. Ich glaube, das Haus da hinten war falsch. Ich glaube, ich habe das unter diesem Haus versteckt, oder? Nicht, dass ich mich gerade wieder täusche. Aber genau, hier ist es. Und ich hoffe, keiner hat die Sachen rausgeholt oder so, Freunde. Zack, hier ist die Kiste. Die habe ich mal vor richtig vielen Jahren dort versteckt für solche Fälle. Und genau, Freunde, hier sind Materialien drinnen, womit ich jetzt eine unendliche Centex-Fabrik machen kann, Freunde. Sozusagen meine eigene Centex-Armee. Und diese lasse ich dann gegen die bösen, bösen Centex-Klone da kämpfen. Und am Ende gibt es einen richtig, richtig coolen Kampf, Freunde. Und ich hoffe natürlich, meine Centex-Armee wird das natürlich überleben. Aber ich hoffe schon. Ihr seht schon, pinke Blöcke wie mein Skin natürlich. So, dann würde ich sagen, wo soll mir die Fabrik aufbauen? Ich würde sagen, genau, hier ist eigentlich ein guter Ort. Dann bauen wir hier direkt mal die unendliche Centex-Fabrik auf. Oh Gott, das wird jetzt richtig, richtig krass. Das seid eigentlich ihr, Freunde. Das ist ja eine Armee aus Centex. Das ist ja die Centex Army. Yeah! So, dann verlege ich das Ganze so mit Redstone noch ein bisschen. Ups, plupp. So, sehr, sehr cool. Dann ein Schalter. Dann legen wir mal irgendwas rein. Aber erstmal machen wir das Ganze noch natürlich ein bisschen weiter zu. Zock, zock, zock. Richtig cool auf jeden Fall. Hier haben wir so eine unendliche Centex-Fabrik. Okay, sehr, sehr cool. Dann legen wir mal hier ein paar Blöcke rein. Und wir klicken drauf auf den Schalter. Aber, ups, oh nein, das klappt nicht. Ich muss hier den Block wieder abbauen, Freunde. Menno. So, jetzt sollte das aber eigentlich klappen. Und wir klicken mal drauf. Genau, okay. Sehr, sehr cool. Da kommen jetzt so ein paar lilane Blöcke raus, Freunde. Aber diese Centex-Army, also die Centex-Armee, kann man nur machen, indem man einen Kopf da rein tut. Genau, wir müssen jetzt diesen einen Kopf hier in den Dispenser reinlegen. Und dann sollte auch schon eine Armee aus Centex spawnen. Und ich hoffe, unsere unendliche Centex-Fabrik wird natürlich klappen, Freunde. So, dann würde ich sagen, ich lege den einen Kopf hier rein, Freunde. Und jetzt bin ich mal richtig, richtig gespannt, ob das Ganze klappen wird. Und wir klicken mal einmal drauf und kommt irgendwas raus. Und oh mein Gott, es hat geklappt, Freunde. Wir haben jetzt eine unendliche Centex-Fabrik geschaffen. Oh, wie süß. Schaut euch das an. Hallo, das bin einfach ich. Wie cool ist das denn? Und folgen die mir auch? Das ist richtig, richtig cool. Einfach so eine unendliche Centex-Fabrik. Schaut euch das mal an. Yeah, es hat wirklich geklappt. Und wir drücken nochmal drauf. Und ja, es klappt wirklich. Zack, zack, zack. Wir können jetzt wirklich unendlich Centex-Klone machen. Hallo? Geht ihr da mal bitte weg? Hallo? Aha, zack. Yeah, Freunde. Wie cool ist das denn? Und die folgen mir auch. Wie süß ist das denn? Schaut uns an, Freunde. Das hat einfach ihr. Das ist die gesamte Centex-Army. Yeah. Und zusammen werden wir die bösen Centex-Klone auf jeden Fall besiegen. Das wird richtig cool. Aber ich würde sagen, das reicht natürlich nicht aus. Ich produziere jetzt auf jeden Fall viel, viel mehr von diesen coolen Centex-Klonen. Und ja, schaut euch das mal an. Das ist so, so cool. Yeah. Freunde, hallo. Seht ihr mich überhaupt? Ihr könnt mich gar nicht sehen. Ehehe, da bin ich. Hallo. Das ist so, so cool. Ich habe jetzt richtig, richtig viele Centex-Klone gespawnt mit dieser unendlichen Centex-Fabrik. Und jetzt geht die gesamte Centex-Army in den Kampf gegen die bösen Centex-Klone. Und schreibt mal genau jetzt unten in die Kommentare, was denkst du? Wird die Centex-Army gewinnen, also meine süßen kleinen Klone, oder werden die bösen Centex-Klone gewinnen? Schreibt es mal genau jetzt unten in die Kommentare. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wer von euch richtig liegen wird, wer falsch liegen wird. Da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt. Also ich warte jetzt noch ein bisschen und in der Zeit, wo wir uns den bösen Centex-Klone nähern, schreibt es mal dann einfach in die Kommentare, wer diesen richtig coolen Kampf gewinnen wird. Also ich glaube, die Centex Army ist doch richtig, richtig stark, Freunde. Zusammen werden wir das schaffen. Und hey, jetzt fängt es an zu regnen. Das sieht so, so cool aus. Einfach so eine Centex Army. Das seid ihr eigentlich, ihr Freunde. Das ist die Centex Army. Yeah, richtig cool. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz, ganz langsam zum Haus. Und irgendwo da drüben sollten eigentlich die bösen, bösen Centex-Klone sein, Freunde, oder? Die waren doch irgendwo hier. Hallo? Okay, ihr folgt mir. Sehr, sehr cool. Aber wo waren jetzt die bösen Centex-Klone? Da drüben sind die. Los, Attacke, Freunde. Rein da. Los. Yeah. Und jetzt gibt es den krassen Kampf. Bam, bam, bam. Oh mein Gott, Freunde. Kommt her. Ich weiß gar nicht, wen ich schlagen soll. Aua, aua. Los, Centex-Army. Ihr schafft das. Oh Gott, oh Gott. Ich helfe euch ein bisschen. Ja, sehr, sehr cool. Die Köpfe fallen. So muss das sein. Go, Centex Army. Centex Army. Oh nein, nein. Oh, ich habe ein Herz. Ich muss hier schnell weg. Hallo, bist du lieb? Nein.
Oh nein, der war böse. Oh nein, nein. Freunde, wo ist denn meine Armee? Oh nein, ich glaube, alle sind gestorben von der Sentex-Armee. Aber noch ist der Kampf nicht verloren. Noch haben wir nicht verloren, Freunde. Ich bin ja noch am Leben. Ich bin ja hier noch am Start. Ihr bösen, bösen Sentex-Klone, wie könnt ihr die Sentex-Armee angreifen? Kommt her. Und du auch noch. Pam. Yeah, richtig cool. Und da ist noch einer. Hallo, bist du lieb? Ich glaube. Nee, der ist auch böse. Komm her. Hey, ich glaube, wir haben alle... Oh nein, da sind noch welche. Nein, wir dürfen nicht sterben, sonst verlieren wir den Kampf. Wir dürfen nicht sterben, Freunde. Und wir haben es geschafft, oder? Wir schauen nochmal nach drinnen. Hallo? Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben den Kampf gewonnen gegen die bösen Sentex-Klone, Freunde. Richtig, richtig cool. Das war ein richtig spannender Kampf, Freunde. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gib dem Video gerne einen Like und Abo auch nicht vergessen, um auch ein Teil der Sentex-Army zu sein. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.